Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brazo. So, ich habe jetzt Probleme. Denn ich werde jetzt extrem gesucht. Ja, siehst du, der hat schon Bock auf mich. Der kommt schon rüber tatsächlich. Ich renne einfach zu ihm hin und töte ihn. So. Ja, ist in Ordnung. Das hat ja alles nichts mit dir zu tun. So. Wo ist denn die nächste Quest? Oh Gott, da. Brauche ich nicht. Befreie ich den hier erstmal. Man kann nie genug Assassinen haben. Huch, wie ist der denn gestorben? Ich weiß es auch nicht. Siehst du. Und ich kann wieder losschicken hier. Ich glaube, alle Einser habe ich jetzt, ne? Hier ist auch ein Einser. Ist klar, wir haben eine Level 1 Assassine. Die schafft das schon. Alles klar. Jetzt gucke ich mir die 2er mal an. Oh, hier ist ein neuer Einser. Na gut. Das ist ein Dreier. Okay, machen wir das nochmal. Immer wird es kein Einser mehr geben, glaube ich. Barcelona, siehst du, das hat Zweier. Schafft er easy. Und das genauso. Schafft er auch easy. So, jetzt kann der Assassin mir dem helfen, aber das ist egal. Ich habe das auch ohne Assassin. Bittet alle Bankiers, ihre überdimensionierten Fuhrwerke vernünftig zu parken. Die Wachen wurden angewiesen, Oh. Ich glaube, der wurde getötet jetzt. Na, schade. Ich hätte ihn ja gerne engagiert. Kann ich genug Assassinen haben. Egal, dann gehe ich direkt zur Quest. Das ist halt so. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Egidio Trochet oder so ähnlich. Auf dem Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Ja. Bei der Verfolgung des Senators nicht hin. Oh Gott, ich hasse Verfolgung. Na komm, komm, gib mir Küsschen. Na komm, verpiss dich. Zu meiner Weiber. Ist das weit weg? What the heck? Na gut. Guck, ob das in der Folge noch schaffe. Ah, ich glaube, sie verliert hier sowieso. Egal, ist nicht so schlimm. Entweder kommt sie hinterher direkt oder sie schaffen es nicht.
Noch sind sie hinter mir. Bisher konnten wir immer. Hey, schönes Mädchen! Habt ihr die Klinge schon für etwas anderes bekommen? Von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Räte der Rioni und die meisten Läden der Gildemitglieder besitzen die nötigen Wagen, um die Echtheit der Münzen zu überprüfen. Hilfe, ich kann nicht mehr. Die Frauen verfolgen mich. Alle wollen mich heiraten. Nämlich an irgendeinem Film, da ist es doch auch so, da laufen auch die tausende Mädchen hinter einem Typen her, weil sie den heiraten wollen, hä? Okay. Ein inniges Verhältnis mit den beiden da. So, ab hier hole ich mir die Mädchen ran. Wo ist dieser Senator? Oh, hey, Kleine! Boah, seid ihr nur geil. Hätte ich nie dich mit Mario gespielt, aber ich komme nicht zum Tanzen. Nee, ganz ehrlich, wo ist der Senator? Habt ihr gehört, dass Egidio sogar das Sühnegeld abschaffen will? Bitte, jeder Bürger, der sich vom Gesetz belästigt fühlt, sollte sich von einer Verfolgung freikaufen können. Das ist unsere Pflicht, denn Jesu Christo sagt, gesegnet sind die Gnädigen. Du bist der scheiß schwule Senator. Du bist bezaubernd. Danke. Hey, hallo. Hört mal her. Warum sollten wir Egidio unser Geld geben? Wir wissen, was er damit machen wird. Ah, okay. Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Oh, mein Arm, Eier. Hey, wo sind meine Weiber hin? Kommt ihn, Ragazzi! Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Andiamo. Naja, verfolgt mich jetzt also. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Da muss ich denn hin, Alter? Das ist an sich gar nicht so weit. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna.
Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der Briefe wurde abgefangen. Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken. Und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum in meinem Kragen? Etwas in der Art. Unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? Eine Minute, bitte. Was für ein Mann. Nicht wie Arrigo. Kann ich meinen Augen trauen? Vielleicht arbeite ich zu viel. Was in Gottes Namen? Nicht lachen! Das ist mein Sohn! Geh einfach! Los geht's. Bin ja fast da, tatsächlich. Wenigstens habe ich sogar wieder meinen Assassinen dabei. Jo, das lief doch richtig gut, ey. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Ist das wahrscheinlich sonst? Wo muss ich denn jetzt ganz hin? Ist doch schon eine Schiebung hier. Weiter. Und es wird da lang. Wenn eine Stadt von Korruption beherrscht. Heavy Planet! Das Problem ist, hier kommst du nicht runter, weil ich glaube nicht, dass der Alter mal klettern kann, ey. Warte. Folgt mir nach. Okay, jetzt könnte das Problem werden. Gehen wir mal kurz hier zurück. Weil die einlaufen wahrscheinlich im Kreis. Einen Moment. Ja, sag ich doch. Die muss ich erstmal wegmachen. Deine letzte Ruhe. Misericordia! Barmherziger Jesus, rette uns!
Ich habe nichts damit zu tun. Ignoriert mich einfach. Das ist ein Reiter, der wird aber nicht so schnell wiederkommen. Wenn euch euer Leben lieb ist, lauf! Lauf! Heilige Jungfrau, er hat einfach gemordet! Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Einzelheiten an der Kirchentür. Der Stadtrat bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern, dass niemand unter dem Fenster oder der Rinne steht, bevor Unrat hinausgeworfen wird. Der Kämmerer wird die Reinigung seiner Kleider mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Alter, ist das eine scheiß Quest. Boah, ist das euer scheiß Ernst. Stirb, Habibi. Nein, schließlich. Der Briefe. Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Macht ihr nicht so viel Hoffnung. Alles klar, das werden wir in dieser Folge sehen, in der nächsten Folge. Bis dann, schon wieder.
Ich habe die Stadt Rom über die Jahre beobachtet. Innerhalb ihrer Mauern habe ich studiert, trainiert und getötet. Und mit der Zeit habe ich sie gezähmt, geformt. Nirgends in der Stadt habe ich einen Mann getroffen, der sich mit mir messen könnte. Eine Seele, die bereit wäre, im Namen des Schicksals zu töten. Imstande, das zu fordern, was ihr rechtmäßig zusteht. Gewitzt genug, um dem Tod ins Auge zu blicken. Und charismatisch genug, eine unaufhaltbare Armee aufzustellen und ganz Italien zu erobern. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Und treffe ich doch jemals einen solchen Mann, betrete dieser Mann jemals meine Stadt, wüsste ich ganz genau, wie ich ihn willkommen heißen würde.